So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei This is the Police. Ich bin der Toborock. Und ja, was haben wir hier? Probe. Was vielleicht hier? Robespierre. Ich bin ziemlich reich, aber zutiefst unglücklich. Naja, gut, eins, ne? Entweder reich oder glücklich. Eins von beiden ist ein bisschen schwierig. Bürgermeister beauftragt Staatsanwaltschaft Rope, wie heißt der? Robespierres Aussagen auf Extremismus zu prüfen. Studiengebühren der Universität Freiburg sollen sinken. Dann haben wir dann bald mehr Studenten. Auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir auch gerne mit. Starte den Hobel und ab zur Arbeit. Mal schauen, was da läuft. So, Samadi ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Warum nicht? Das ist ein Grüner. Das geht so nicht. Und was hier? Ich bin zu müde. Ich kann kaum noch. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, ich habe die ganze Nacht kaum wach waren, konnte nicht schlafen. Ich bin Tinnitus. Ich kann nicht. Nützlich. Wir müssen das machen. Sonst brechen die uns hier noch zusammen. Okay. Nee, Musik heute auch nicht. Wir machen mal Karte. Staatsanwalt, bitte nehmen Sie zur Kenntnis. Nein, Stadtverwaltung, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir mit der Effizienz der Freeberg-Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. Warum denn? Wir machen doch alles, was wir können. Ach Mensch, die können doch nicht die ganze Zeit Leute bei uns wegklauen. Das ist doch nicht normal. Warum können wir die nicht rausschmeißen? Ach Mist. Wir haben hier keinen, den ich rausschmeißen kann. Das sind alles gute Leute. Alles einwandfreie Personen hier. Das geht so nicht. Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein. So, Stadtverwaltung, was haben wir hier? Wöchentliches Gehalt $600. Das ist ja für einen Eimer. Stadtverwaltung, ein japanischer Geschäftsmann, dessen Name nicht genannt werden soll, wird bald in Freiburg eintreffen. Die Stadt hofft, dass mit ihm einen wichtigen Vertrag unterschreiben zu können. Als unser Gast wird er viele unserer Einrichtungen besuchen, daher auch das Polizeipräsidium. Sein Besuch ist für den 5. August vorgesehen. Bitte stellen Sie sicher, dass an dem Tag wenigstens 3 asiatische Polizisten auf der Arbeit erscheinen. Ist schwierig, weil wir haben keine Leute, die so sind. Automatische Waffen, 4.500. Das teilen wir mit Angestellten. Wird ja sowieso immer weniger, ne? Bombendrohung. Oh Gott. Ein wütender Holzfäller namens Grisham Frank behauptet, er habe eine Bombe im Dom versteckt. Er sagte, dass er das Gebäude mit allen Leuten darin in Luft sprengen wird, wenn die Polizei den Priester nicht verhaftet. Offenbar hat der Priester Franks kürzlich verstorbene Frau davon überzeugt, sich einer Behandlung im Krankenhaus zu verweigern und stattdessen Gott um Hilfe zu bitten. Ja, ich würde mal sagen, da schicken wir mal 2 Mann hin, ne? Sicher ist sicher. So, bitteschön. Gleich haben wir 2 Beamte weniger, weil die ja leider irgendwie, So, Stellvertreter, was hat er hier für uns? Ein Grillfest beantragen, Polizeischule. Das hilft uns aber irgendwo nicht großartig. Lass mal ein Grillfest machen. Ja, klar, machen wir ein Grillfest. Die zum Grillfest geschickt werden sollen. So. Nee, sie doch nicht. Sie ist doch gar nicht dabei. Doch, sie auch. So, annehmen. Die kommen bestimmt morgen alle nie wieder. Ich sehe da schon kommen. So, Angelegenheiten. Stadtverwaltung, Polizeirevier. Was haben wir hier denn? Was haben wir hier? Ist das ein Asiate? Information. Nee, steht nicht, ne? Vandale. Arbeitsmarkt. Haben wir denn da irgendwas Asiatisches? Oh ja, hier zum Beispiel. Lisong. Das ist auch so ziemlich asiatisch, ne? Shankik hast du nicht gesehen. Auch nicht schlecht. Haben wir nur die beiden. Ach, Gottes Willen. Asiatische Polizisten einstellen. Wenigstens 3 asiatische. 3 Stück. Oh Gott, das wird ja lustig werden. Wie sollen wir das eigentlich auf die Reihe kriegen? Müssen wir wieder Leute entlassen, um da die 3 einzustellen? Ich dreh durch. Wie soll denn sowas funktionieren? Der Dom ist voll von Besuchern. Alle Beamte einsetzen, um die Bombe zu suchen, den Priester finden und die Evakuierung einleiten. Eine Bombendrohung ankündigen und alle befehlen, sofort das Gebäude zu verlassen. Dann haben wir eine Panik im Laden. Bombensuche, pass mal auf. Bombensuche. Ein improvisierter Sprengsatz wurde unter einer Bank in der Nähe des Altars entdeckt. Alle Drähte durchtrennen. Na klar, dann haben wir gleich den ganzen Mist hier durch die Gegend fliegen. Unseren Leuten sicher gehen, dass der Dom evakuiert wurde.
die Batterie abklemmen. Ich glaube, das ist eine blöde Idee. Ich glaube, sicherstellen, dass der Dom evakuiert wird. Okay, wir fummeln mal nicht an so einer Bombe rum. Da weiß man ja nie, was da passiert. Nee, das wird eine Katastrophe werden. Wollen wir nun nicht. Okay, pass mal auf. Was haben wir? Ja, wir müssen immer noch diese Leute da, ne? Oh Gott, wie machen wir denn das? Unsinniges Verhalten in der Öffentlichkeit. Ein betrunkener Teenager hat von einer Gruppe Freunden angefeuert, sich an der Kasse gänzlich ausgezogen und versucht, eine Packung Kondome zu kaufen. Es wirkt wie eine seltsame Art. Was steht da? In Italien ist ja irgendwie sowas. Wir schicken mal einen Mann hin, das sollte reichen, ne? Mönch, Chef, so ein Typ in Lumpen versucht, die Wache zu betreten. Er sagt, er sei ein tibetischer Mönch und würde gern mit unseren Beamten über die Natur der Gewalt sprechen. Sollen wir ihn reinlassen? Nicht, dass das ein IS-Mann ist, ich weiß nicht so. Ja, lass ihn mal rein. Mal hören, was er zu sagen hat. Wir sollen so ein bisschen, ne? Nicht, dass wir gleich irgendwie was hier, gleich Terror am Laden haben, das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen, das kriegen wir noch so irgendwie über die Bühne. So, was haben wir hier? Sand braucht Hilfe. Sand braucht wieder Hilfe, mein Gott. Als Sicherheitsmaßnahmen haben wir uns entschlossen, alle Angestellten auf der Ranch auszutauschen. Wir haben soeben 8 neue Zimmermädchen aus der Nachbarstadt eingestellt, aber der Bus, den sie herbringen sollte, wurde von ein paar von Wengers Schlägern aufgehalten. Lass uns ihnen zeigen, dass man nicht so einfach mit an unsere Mädchen vergreift. Natürlich nicht. So. Augenblick. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt? Unsinniges Verhalten in der Öffentlichkeit. Mal gucken. Täterpaar sitzt hier Beamten unversehrt. Bestens. Guter Mann. So. Sense braucht Hilfe. Was denn jetzt wieder? Das Hockey-Team, das Mr. Sense besitzt, bereitet sich auf ein wichtiges Spiel vor. Währenddessen ist die Eislauf-Arena geschlossen. Aber der Leiter des Stadions hat gerade davon berichtet, dass ein paar Leute in seltsamen Kleidung in der Arena einbrechen und auf die Tribüne klettern. So, hier, ne? Du machst das mal. Ach, er ist eigentlich unser Undercover-Mensch, ne? Ich glaube, er ist es sogar. Ach, die beiden, die machen hier das kleine Grillfest. Hoffentlich hilft das. Grant haben wir ja leider lassen müssen. Sehr, sehr schade eigentlich. Angriff, Vorstadt. Eine sehr aufgeregte Frau rief soeben an. Mein Gott, dieses Miststück wird mein Baby umbringen. Schicken Sie bitte jeden, den Sie haben, sofort. Dann brach der Anruf plötzlich ab. Wir schicken da mal die beiden hin. Ich hoffe, das können wir noch regeln. So, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, Ermittlungsgeschichte, ob wir da was Neues kriegen. Weil ich weiß nicht, wie wir die Bilder da richtig zusammensetzen sollen eigentlich. Wir haben das ja eigentlich, also ich denke mal, das müsste so passen. Also ich weiß nicht, normal, da müsste da irgendwie ein Bild finden, Angriff. Die Katze einer älteren Frau ist mit dem Hund der Nachbarin aneinander geraten. Der Hund floh nach Hause, als 4 weitere Katzen als Verstärkung aus dem Haus kamen. Na wunderbar, falscher Alarm. Falscher Alarm, ich dreh durch. So, ein bisschen Ermittlung wäre nicht schlecht. Versuchter Mord, Brücke. Eine Frau hat im Vorbeifahren auf der Brücke gesehen, wie 2 Schläger einen dünnen Mann an den Beinen hochhoben und über die Kante baumeln ließen. Der Mann versuchte sich zu wehren und schrie. Wir schicken da mal schnell 2 Mann hin. Auf der Brücke. Leute, das muss schnell mal geregelt werden hier. Das geht so nicht. Also, was ist hier in der Stadt los, sag mal? Hier ist so ein kleines Alcatraz hier oben, ne? Das sieht ganz danach aus. Die Gefängnisinseln sozusagen. Zerstörung von Eigentum. 2 neue Schnappschüsse. Sehr gut. Da lass uns gleich mal reingucken. Was haben wir denn hier? Ach, pass mal auf.
Er hat den Helm dabei. Zack. So, das Ding, den Helm. Er hat nämlich den Helm auf. Das hat er hier nicht. Ganz genau. So, was haben wir hier? Das sind zwei gleichen Bilder, oder was? Was haben wir hier? Warte mal, was ist das? Wo ist denn der Unterschied? Das ist ein Motorrad und das ist ein Dreirad, oder was? ja gut, eigentlich müsste das doch schon... Dann müsste, pass mal auf, das müssen wir wegnehmen. Dann müsste das normalerweise da vorne hin. So, und dann müssten die beiden noch vertauscht werden, ne? Oder? Theoretisch müsste das doch jetzt richtig sein. Dann nehme ich das mal raus und das mal rein. Ne, warte mal. Wo man sein Motorrad direkt durch das Tor. Aber das ist doch kein Motorrad hier. Das ist ein Dreirad. Aber wie gesagt, da hat er einen Helm auf. Ne, das ist das. Das müsste so sein. Und das müsste auch so sein. Aber wo hat er denn den Helm hin? Wo ist denn der Helm hin? Wir haben das doch genau hin. Also was soll man denn jetzt noch anders machen? Das verstehe ich nicht. Ich glaub's nicht. Er fuhr direkt zwischen den Bänke durch und hätte beinahe die Gemeinde ein Gemeindemitglied verzögert. Das wäre hier. Er kommt in die Kirche geheizt. Ich würde mal sagen, die beiden tauschen wir mal so. Der Teufel hockte auf dem... Dann stieß er mich. Ich fiel zu Boden. Die beiden eventuell so tauschen. Ich fiel zu Boden und rief, meine Hand ist hart wie Fels. Ich werde dich auf den Sattel stoßen, sah er. Und dann warf er seinen Helm nach den... Er ist gekommen, fuhr ins da rein. Ist quer über den Laden gefahren. Der Priester. Oder so rum? Nein, auch nicht. Er hat fast ein Gemeindemitglied zerquetscht. Das ist da. Schaute er in den Beistuhl und warf eine Flasche hinein. Die Flasche fehlt uns. Uns fehlt die Flasche. Wen hat er hier denn? Mr. Cruz. Ich war im Beistuhl. Fertig, wann wurde... Ich sitze in... Da kann man drüben und schrie. Komm, Lucifer, verbring dich wie einen. Hast du nicht gesehen? Warf er eine Bierflasche an den Kopf. Ich hatte danach Scherben im Gesicht stecken. Uns fehlt noch ein Bild. Uns fehlt noch ein Bild. Keine Ansichten gefunden. Da kommen wir auch nicht weiter. Keine Ahnung, warum. Ich habe keinen Plan, warum wir hier nicht weiterkommen. Wir haben die Bilder. Das müsste doch in der Reihenfolge schon gar nicht mal schlecht sein. Das können wir nicht vertauschen. Das müsste das letzte Bild gewesen sein, wo die da vorbei ihr rasen. Mit dem blutverschmierten, Auto, wenn man so will. Das passt doch irgendwo gar nicht. Oder? Nein, das kann nicht sein. Das ist ein... Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ich das noch andersrum hindrehen soll. Betrunken, ja gut, das ist egal. Schlägern. Ich habe zwei Leute in einem Auto gesehen. Die sind direkt an mir vorbeigefahren. Der Mann auf dem Beifahrersitz hatte einen Bart. Also das Auto steht, das ist nicht, das will nicht fahren. Aber es spielt ja keine Rolle. An einem Zebrastreifen und ging Fahrerflucht zurück. Ja, Mensch, die Frage ist, keine Ahnung. Also rote Auto ist es nicht. Das ist das schwarze. Das muss das schwarze Auto gewesen sein. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das umdrehen soll. Also wenn ihr einen Tipp habt, dann gebt mir mal einen Tipp. Ne, ich weiß es nicht. Versuchter Mord. Täter gefasst, Beamter unversehrt. Zivilist unversehrt, bestens. Geld in die Tasche, super. Oder Punkte in die Tasche. Punkte, weil ja kein Geld. Ist ja Punkte. Na gut. Sehr cool. Also, das ist mir zu hoch. Tag beenden. Ja, können wir. Ich weiß echt nicht, wie wir da weiterkommen sollen.
Sands 14, Vegas 11. Fortfahren. Wir sind immer noch schön weit vorne. Super, so soll es sein. So, was haben wir hier? Schicht morgen. Das ist die Schicht morgen. Die sieht gut aus. Da machen wir nichts. Tag beenden. Ich glaube, die Hälfte von den Leuten kommt wieder nicht. Gut. Dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. Daumen nach oben geben und vielleicht ein Kommentar. Das würde mich auch mördermäßig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage, ciao.